ID wird ge... Kunde nennt sich jetzt zwar Schrotthändler, war früher aber Telekommunikationstechniker. Er reparierte alles, von drahtlosen Terminals bis hin zu wichtiger öffentlicher Infrastruktur. Er war ein guter Mann, ein angenehmer Zeitgenosse. Aber nach dem Angriff bei South North City veränderte er sich. Man kann es ihm nicht verübeln. Wir haben ihm allen Grund gegeben, uns zu misstrauen. Wird geliefert. Was haben wir denn hier? Eine Lieferung? Für mich? Der Zustand ist toll. Ausgezeichnete Arbeit. Berüchtigte chirale Netzwerk. Ich probiere es mal aus, aber nur das Netzwerk. Die OCA sind eine andere Sache. Also, du kannst mich doch anschließen. Na schön, dann mal los.
Ah, interessant. Über den UCA-Beitritt mache ich mir später Gedanken. Ich habe hier etwas für dich. Ein kleines Dankeschön. Hier, nimm. Ich bestehe darauf. Dann, Sam Bridges. Vielen Dank. Gute Arbeit. Neuer Out. Verfügbar. Weitere Optionen erhältst du an einem Lieferterminal. Setze autonomen Lieferbot ein. Waffeneinschränkung aufgehoben. Wird geliefert.
Meine Kleine ist lange fort. Nur wegen dieser Terroristenspinner. Und ihren Freunden beim verdammten Fragile Express. Ganz zu schweigen von den Bridges-Pissern, die unbedingt ins Wespennest stechen mussten. Wie dem auch sei. Zeig mal die Ware. Du warst pünktlich, schätze ich. Schön zu sehen, dass du deinen Job machst. Für mich seid ihr Boten alle nicht einen Deut besser als die Terroristen. Und du wirst mich nicht vom Gegenteil überzeugen können. Also nimm dein Cupid und verpiss dich. Also schön. Ich schätze, wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen, müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologramm passiert ist. Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen. Aber in South Nord Citys Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde für eine auf ihre Beschreibung passende Frau. Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe. Hey Sam. Ich habe auf gut Glück meine alte Kundendatenbank nach unserer mysteriösen Frau durchforstet. Und weißt du was? Es gab einen ziemlich guten Treffer. Gesicht und Stimme passen. Sie lebt noch. Unser Schrotthändler trauert ohne Grund. Ich bezweifle aber, dass er uns das glaubt. Warte kurz. Gerade kam noch ein Auftrag von ihm. Vermutlich versucht er, uns zu testen. Sieh vielleicht mal am Lieferterminal nach, was er möchte. Gute Arbeit. Neuer Auftrag.
Thank you.
Okay. Scan wird gestartet. Bridges ID Bridgeline Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Du kannst Teillieferung auswählen, um die aktuell mitgeführte Fracht einzureichen und den Rest später nachzuführen. Sobald die eingereichte Fracht die Anforderungen erfüllt oder übertrifft, kannst du den Auftrag jederzeit abschließen. Oh, du lieber Himmel. Du hast es echt geschafft, das Zeug da rauszubringen. Das erfordert Mut. Oh, gut. Das ist mehr als gefordert. Nicht schlecht. Weißt du, die Ruinen, bei denen du warst, wären keine, wenn uns Fragile nicht verarscht hätte. Und Bridges auch. Dieses ganze Gerede vom Wiederaufbau des Landes hetzt die Leute auf. Ohne euch wäre meine Kleine noch am Leben. Sie war dort, als die Terroristen South Knot zerstören wollten. Sie war bereits tot. Euretwegen. Er irrt sich. Sie ist in einem Bunker südöstlich der Ruinen. Darf ich übernehmen? Wenn er nicht rauskommt, dann ist es ja egal, wen er über die Leitung anbrüllt. Und wahrscheinlich reagiert er sich lieber an mir ab. Hey, Bridges. Laut Fragile lebt meine Kleine. Und das soll ich ihr einfach so glauben? Nach allem, was sie getan hat? Oh nein, ihr müsst es beweisen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich gebe dir was, dass du dieser Frau bringst, die du gefunden hast. Wenn sie sagt, dass es ihr gehört, bringst du sie zu mir. Nimm auch das hier mit. Dieses Skelett verbessert deine Standfestigkeit und deine Mobilität. Ich habe es aus Teilen gebaut, die ich hier rumliegen hatte. Damit wir uns verstehen, ich gebe dir das nur, weil ich absolut sicher gehen will, dass du diese Lieferung abschließt. Wenn meine Kleine noch lebt und deine Fracht sieht, wird sie wollen, dass du sie hierher bringst. Wenn du gut zu mir bist, bin ich gut zu dir. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Sam. Laut Schrotthändler ist das chirale Stundenglas äußerst zerbrechlich. Solche Fracht solltest du am besten in der Hand tragen. Thank you.
eine Kleinigkeit vom Schrotthändler. Sam, dieses Aktivskelett, erhöht die Geschwindigkeit. Es verstärkt die Muskelbewegung und lässt dich so schneller vorankommen. Wenn du dich richtig beeilen musst, kannst du es auch boosten. Aber dann leert sich der Akku ebenso schnell, wie du vorankommst. Dass er so etwas aus Schrott gebaut hat, so ein Talent sollte man nicht verkümmern lassen. Auftrag zugewiesen. Einschränkung aufgerufen.
ist Sam! Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Fracht wird geliefert. Bist du bei Fragile Express? Nein, du bist ein Bridges-Bote, oder? Ich erwarte gar nichts. Ist doch nichts Gefährliches, oder? Oh mein Gott, dass ich die noch mal wiedersehe. Lass sie mich mal ansehen. Oh, unglaublich. Nicht ein einziger Kratzer. Ich kann dir nicht genug danken. Also, bin ich jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden? Fantastisch. Ich bin froh, zu den OCR zu gehören. Wieder vorbei, oder? Nimm mich mit. Bitte. Ich muss ihn noch mal sehen. Ich habe das hier für ihn gemacht. Als die Terroristen angriffen, sind meine Mutter und ich gerade so mit unserem Leben davongekommen. Danach wollte ich ihn finden. Wirklich. Nur, wonach hätte ich suchen sollen? Doch deshalb gab ich nicht auf. Meine Mutter mochte ihn nie. Das hat sie mir deutlich gezeigt. Aber ich dachte nicht, dass sie dafür sogar lügen würde. Als sie sagte, er sei tot, glaubte ich ihr. Bis ich diese Nachricht hörte. Er ist es. Er ist es wirklich. Ich hätte niemals aufgeben dürfen. Tief drin wusste ich, dass er irgendwo dort draußen ist. Doch ich konnte meine Mutter nicht allein lassen. Also versuchte ich, mich damit abzufinden. Aber es ging nicht. Ich konnte es einfach nicht und ich hing in der Vergangenheit fest. Unabänderlich. Bring mich zu ihm. Ich flehe dich an. Ich bin bereit. Sofort, wenn du willst.
Sag, dass du mich mitnimmst.